Hallo. Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir im Bikepark Willingen. Es geht auf ein paar Testrunden mit dem Umbau vom Norco. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass ich das Norco jetzt auf Mallet umgerüstet habe. Und heute wird das Ganze ein bisschen getestet. Auf der Downhill, auf den Flowlines und bei Jumps. Schon auf der ersten Abfahrt habe ich gemerkt, dass das erste Ziel erreicht ist. Das Bike läuft nun schneller. Nicht nur durch den 29 Zoll Reifenumfang vorne, sondern auch dadurch, dass ich vorne und hinten jetzt den Continental Baron fahre. Der hat einfach einen viel geringeren Rollwiderstand als der Assegai und läuft dadurch viel schneller. Auf den nächsten Abfahrten wollte ich dann testen, wie das Ganze sich auf der Downhill, bei ruppigem Gelände und auch bei Jumps verhält. Also bin ich gestartet auf die Freeride, Downhill und so weiter. Also jede Menge Lines einfach abgearbeitet, weil wir auch nur den Nachmittag in Willingen hatten und deswegen gar nicht mal so viel Zeit hatten. Da es ja genug Streckenausführungen hiervon gibt und super viele Videos zu allen Strecken, wie das Ganze aussieht und sich anfühlt, möchte ich euch das Gelaber darüber ersparen und starte direkt rein in einen kleinen Mini-Edit dieser Abfahrten. Weil ich sage euch nur eins, mir hat dieser Tag und das Bike, so wie es jetzt ist, mega viel Spaß gemacht. Das ist ein Gegenwind, ey. Ich glaube, die wollen jetzt gedoppelt werden eigentlich. Boah, voll verbremst. Was mir bei den etwas größeren Tables hier aufgefallen ist, ist, dass das 29 Zoll Rad vorne auf jeden Fall irgendwie ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gibt. Man fährt einfach ein bisschen flotter direkt drauf zu, weil auch die Reifen schon schneller rollen. Die Fox-Gabel gibt irgendwie mehr Halt in der Compression, was mir dann beim Absprung sehr zugutekommt, weil die Energie nicht so verpufft und es lässt sich viel leichter das Bike in die Luft bewegen. Diese Faktoren sind genau die Sachen, die ich eigentlich haben wollte. Und deswegen bin ich bis jetzt sehr, sehr zufrieden mit diesem Umbau. Thank you.
Also für mich war der kleine Tag in Villingen ein voller Erfolg, denn es hat mir gezeigt, dass das Ganze, was wir uns da gedacht haben mit der Gabel, gut funktioniert. Ich weiß, dass der ein oder andere Kommentar unter dem Umbauvideo sehr, sehr skeptisch gewesen ist. Und vielleicht habt ihr ja auch recht. Wir sind ja auch jetzt nicht die super Experten, was das Ganze angeht. Und das soll ja auch keine Empfehlung sein, dass ihr jetzt alle unbedingt eine 29 Zoll Gabel in euer Rad knallen sollt, sondern einfach nur, ja, unsere Erfahrungen damit teilen und besonders meine Erfahrungen, so wie ich es auch die ganze Zeit handhabe mit diesem Thema Mountainbiken auf diesem Kanal. Ich zeige euch einfach nur, was ich so erlebe, was ich so mache und teile das mit euch. Und wenn jetzt wirklich das passiert, dass mir das Steuerrohr rausbricht, dann wisst ihr zumindest, dass das auf jeden Fall eine schlechte Idee ist und ihr das nicht nachmachen solltet. In diesem Sinne, für mich hat das Ganze an dem Tag sehr, sehr gut funktioniert und ich freue mich auf die nächsten Tests. Ich werde das Ganze noch mit einem 27,5 Zoll Rad vorne probieren und damit auch ein paar Runden im Park drehen, wahrscheinlich dann in Winterberg. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Touren, wenn das Wetter endlich besser ist. Und es sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, Leute. Deswegen freut euch auf die Saison. Startet langsam rein. Und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit auf dem Rad. Lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.